Das letzte Juwel, was jedes Gebiet auf dem Pfad der Prüfung abgeschlossen. Was für eine Leistung. Das zeigt deine brennende, unbeständige Leidenschaft für Minispiele. Als Belohnung verleihe ich dir das Leidenschaftsjuwel. Es strahlt ein warmes Licht aus, als wäre es voller Freude. Das letzte Juwel. Ja, es ist das letzte Juwel. Wow, alle 5 Juwelen. Ich wusste immer, du würdest es schaffen. Pom, pom. Naja, eigentlich waren es auch andere Minispieler, andere Spieler, die das geschafft haben. Hey, was passiert denn da jetzt? Wow. Kannst du mal ein paar Fotos machen und die Lage zerstören? Wow. Das ist das Siegerpodest. Nur der wahre Superstar darf es betreten. Dann ist es wohl die Zeit für die Siegerehrung. Oh, alle sind gekommen, um den Sieger zu ehren. Alle kommen. Um Pompom als Siegerin zu heißen. Als die wahre Superheldin, Superstar. Mario Party Star Dingens. Steht, genau das ist. Der wahre Superstar steht fest. Alle 5 Juwelen errungen hat's nämlich. Aus allen Spielern. Nur einer. Pom, pom. Alle sind überrascht. Pom, pom steigt auf den Thron. Alles klärchen, Pupärchen. Nicht schlecht, du hast mir knapp den Sieg weggeschnappt. Toilette, du kriegst den Gewinner, obwohl du verloren hast. Sehr anständig. Na, das glaube ich aber nicht. Beeindruckend, noch nicht zu vergessen, wer das alles in seinem Organisationstalent zuerst ermöglicht hat. Der wahre Superstar ist gekürt und ist der Wettkampf beendet. Somit können wir... Soweit könnte ich nicht lesen. Pause. Nein. Voll Angst. Aber die nächste Party kommt bestimmt. Ich dachte gerade was. Die Krone, Bowser. Ich hatte was gehofft. Denkt jetzt schon an die nächste Party. Oh nein, wir haben doch gerade erst die letzte Party abgeschlossen. Willst du jetzt schon die nächste? Oh Mann. Aber alle finden es gut. Wird jetzt schon die nächste Party angeteasert oder was? Keiner beschäftigt sich mit uns. Hey. Ja gut, dann halt auf zur nächsten Party. Auf zur nächsten Party. Hoffentlich nicht so bald, aber... Und somit ging die Party erst einmal zu Ende. Aber es warten die nächsten. Das nächste Super Mario Party oder das nächste Mario Party auf euch. Ja, hoffentlich nicht so bald. Ich bin vor allem froh, das mit dieser scheiß Joy-Con-Steuerung fertig gekriegt zu haben. Leute, die Credits. Damit kämen wir auch zum Fazit über das Spiel. Ja, die ewige Joy-Con-Steuerung, das war teilweise gerade im vorletzten Part von dem, nicht im vorletzten Part, sondern im vorletzten Part des Pfades der Prüfungen. Das war einfach. Es war so ein Rumgequäle, vor allem ja diese Bossprüfungen, wo man halt beim Tauziehen auf den Knopf dauerhaft drücken musste, ganz schnell. Sowas lässt sich auf einem Pro-Controller viel einfacher und viel besser und viel entspannter lösen. Das ist auf so einem kleinen Joy-Con, da kann man das nicht richtig greifen und da ist das dann, das ist, ja, ein Luxusproblemchen. Ich weiß. Aber das hat das Spiel irgendwie ein bisschen, das hat das ganze Spielerlebnis, ja,
abgeschwächt, muss man so direkt sagen. Das hat das Ganze, das hat den ganzen Dämpfer verpasst. Ja, es war ein gutes Super Mario. Es war ein gutes Mario Party, muss man so sagen. Also es war eins der besseren zumindest. Also ich finde immer noch das Mario Party DS. Das habe ich noch nicht Let's Played, aber ich habe das mal gespielt. Mario Party DS ist für mich bisher das beste Mario Party, was ich gespielt habe. Also ich habe jetzt nur jeden Vergleich von den Spielen, die ich gespielt habe. Das ist bei mir Mario Party DS, Super Mario Party für die Switch und für den 3DS Mario Party Island Tours. Island Tour hat ja natürlich komplett verkackt. Kann man auch mal sagen, das war ein bisschen die Credits und das Feedback zu Mario Party Island Tour kam nie online, weil das gesperrt wurde. Ich hoffe, ich darf diesen Part behalten. Es wird mir von YouTube nicht geclaimed. Konsole lässt eine Welt nach. Ja, danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen. Ja. Ja, man muss es wirklich sagen, es war eins der besseren Super Mario Party ist der einste. Es war jetzt vielleicht keine Super Mario Party, es war nicht super. Und da haben wir so nochmal die freigeschalteten Spieler. Toad, Toadette und der Kamek waren leider nicht mit dabei. Ich hätte ganz gerne Toad, die hätte ich auch gerne gespielt, vor allem Toad hätte ich ganz gerne mit dem Team gehabt. Da habe ich mich gefragt, warum der nicht mit dabei ist. Ja, fürs nächste Mario Party vielleicht. Vorschlag, wenn sie schon Antison, das Kamek mit dabei ist, wenn sie schon den Charakter mit reinnehmen. Kamek, Toad. Ja, warum Toad nicht? Toad ist ein Standardcharakter. Da habe ich mich gefragt. Ja, das war wirklich. Das Kamek nicht dabei ist okay. Ja, Pompom mit reinnehmen, aber Toad nicht mit reinnehmen. Ja. Die Rhythmusspiele, ihr wisst, das hat mir jetzt natürlich ein bisschen weniger gefallen, aber ja, gut. Die Wertung für dieses Spiel könnt ihr in der Liste sehen, in der Let's Play Liste, in meinen Kanal links ganz oben verlinkt. Ja. Meine Bewertung waren teilweise ganz gute Minispiele auch und ganz neue Modis, also Partnerparty fand ich gar nicht so schlecht. Um mal im Einzelnen darauf einzugehen, ja, Fahrt der Prüfungen, ja, ganz passabel, kann man machen, das ist, ja, war eins der schöneren. Ja, kann man durchaus. War eins der schöneren Modis. Hier stehen sie nochmal rum, die Charaktere. Ja, hier haben wir noch ein paar versteckte Sachen, so ein paar Kleinigkeiten. Ja, geschenkt. Partnerparty, ganz schön, fand ich toll. Stelle ich mir vor allem gut vor, wenn man das nicht mit den Comps zusammenspielt, sondern mit echten Leuten. Stelle ich mir ganz gut machbar vor, wenn man da zu zweit an der Konsole sitzt. Rafting-Abenteuer, ja, das ist, ja, unnötig. Ich fand's jetzt nicht so spitze. Mario Party, der Klassiker, ja. Die Bretter haben es auch wieder gemacht. Waren mir leider ein bisschen zu wenige Bretter. Also hätte ich mir ein paar mehr gewünscht. Also ist wirklich so, hätte ich mir lieber ein paar mehr Bretter gewünscht, anstatt das Rafting-Abenteuer oder hier der absolute Schrott, jetzt hier die Beatbiene. Ja, hätte man mal darauf verzichten sollen. Die Minispiele, hier konnte man natürlich noch die Minispiele antesten einzeln. Der Online-Mario-Ton, also der Online-Modus, ist sowieso ein kompletter Witz, da fehlt ja die komplette Berechtigung.
Das ist ja der Mario-Ton bloß halt online und das hat ja keiner sich deswegen die Online-Mitgliedschaft. Also ich habe die Online-Mitgliedschaft, wir könnten da. Nein, nee, könnten wir nicht. Können wir nicht machen, wir können nicht noch einen Online-Part machen. Lass mal jetzt, ist jetzt der letzte Part. Mario Party, Super Mario Party. Reicht jetzt, was beendet. Müssen wir nicht noch was bringen. Ja, wie gesagt. Mehr Bretter in Mario Party und in Super Mario, nicht in Super Mario Party, in Partner Party und Mario Party ausbauen und Pfad der Prüfung, die drei Sachen ausbauen. Also Pfad der Prüfung fand ich wirklich ganz innovativ, das war nicht schlecht, das kann sich sehen lassen. Ja, hier die Plempereien daneben, Freizeitraum, ja, das ist da, ich kurz mal offscreen reingeguckt. Ja, nichts ganz und nichts halbes. Ja. Ich kritisiere hier wieder zu viel. Ich weiß, aber ja, es hat Spaß gemacht im Großen und Ganzen, aber ja, hier, das ist ja die beiden Sachen links. Rafting ist mir dann doch das Raft-Abenteuer. Ist mir dann doch relativ auf den Geist gegangen, muss schon sagen. Das Juwelen sammeln schon ein bisschen, ja, die Idee gefällt mir, aber beim Rafting-Abenteuer, dass man da wirklich, also das gerade beim Rafting-Abenteuer war das am nervigsten, dass man da wirklich alle Wege gehen musste, um das zu bekommen. Ja, hier das die Fahrt der Prüfung. Ich habe manchmal ein bisschen rumgemeckert, rumgeheult, aber hat seine Berechtigung, ist teuer, also man kann es auch machen. Ich finde es auch in Ordnung, dass man die Anforderungen halt beim Pfad der Prüfung halt nicht darauf gestellt hat, alle blau zu kriegen, alle Minispiele zu schaffen. Das wäre ein bisschen frustrierend gewesen für mich, gerade mit den Rhythmusspielen. Das die Sachen, die ich halt so anmerken müsste, Punkte abziehen müsste, wo ich halt ins Minus gehen müsste mit den Punkten. Insgesamt trotzdem gut gelungen. Hier haben wir noch das Toads-Tablet. Können wir noch mal reingucken. Ja, die Konsole geht gleich aus. Party-Infos haben wir noch da. Würde ich vielleicht noch kurz reingucken, wenn es mir das erlaubt. Ein Würfel haben wir hier. Ah, okay, Luigi-Würfel. Ja. Oh, hier hätten wir noch ein paar Würfel freischalten können. Interessant. Wahrscheinlich von den neuen Charakteren. Partypunkte. Aha, okay, hier gibt es noch ein paar. Text. Ja, kaufen, okay. Kann man sich von Partypunkten noch irgendwas freischalten? Was soll das jetzt bringen? Partyinfos. Ach so, da kommt jetzt hier, diese Texte, die man sich kaufen kann. Freizeitraum. Noch so ein bisschen erklärendes. Ja. Können wir jetzt unsere Partypunkte für verschenken. Ja, was auch immer. Und was das bringt, ich weiß jetzt nicht so genau. Was soll es? Spezielle Sticker. Jetzt hat man halt hier die ganzen Infos, die man sich noch. Achso, ja, mit Amiibos kann man da noch Sticker und so weiter. Ja, wissenswertes Juwelen. Sieger-Ero nochmal ansehen. Oh ja, nee, das müssen wir jetzt nicht nochmal. Die Credits, nein. Danke. Danke, aber nein, danke.
Ja gut, dann würde ich mal sagen, da mich nach oben sollte euch dieses Let's Play gefallen haben, sollte euch dieser Party, der letzte Part, Super Mario Party mit dem Zwergenfürst gefallen haben. Ja, Yoshinski schläft schon ein. Und da geht die Batterie alle. Gutes Ende. Haut rein, ne? Ciao, ciao. Man sieht sich beim nächsten Let's Play. Perfekto. Ciao, ciao. Haut rein, ne? Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.